Hände hoch und sind verhaftet. Ich nehme euch mal unten mit. Stehen bleiben, zugucken, abonnieren, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, Müll rausbringen, alles was anderes. Ah, der Kaffee muss sein, Jungs und Mädels. So. Pokorowka. Gefühlt das 50.000. Mal. Wo werden wir langfahren? Sonntag in World of Tanks. Hab schon öfters dazu was gebracht. Where go? Oh, Jesus. Okay. Helfen wir ihm. Oh, jetzt haben wir ihn alle aufgeklärt. Jetzt weiß er Bescheid. Ups. Zurück zum Gefecht. Mann, haben die es alle eilig? Wir gehen snipern. Was der Scorpion G da vorne macht, entschließt sich meiner Kenntnis. Wie gesagt, wir haben Sonntag im World of Tanks, fahrt nicht nach Meta. Schaut, was das Team macht. Fährt sich wie mein Auto. Wie mein Golf. Ja, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Das macht der Kong. Der fischt noch eine Runde. Alles klar. Oh, ich angel auch gern. Aber es ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Ist ja alles verboten in Deutschland. Das war damals in Frankreich im Urlaub. Da durfte man das noch. Das war. Wo war denn das? An der Rhone, ja? Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir denn mal einen guten Spotter im Gegnerteam haben. Nein, haben wir nicht. Sehr schön. Manchmal steht nämlich hier oben einer im Busch. Macht alle auf. Alright. Jetzt habe ich hier so einen tanzenden Tschechen vor der Nase. Was machen wir denn jetzt? Muss ich das? Ich meine nicht, dass ich tanzende Tschechinnen. Egal, lassen wir das Thema. Das war jetzt nicht jugendfrei. Wir haben keinen Spot. Ah, jetzt. Tanze Samba mit mir. Oh, hallo. Dafür bezahlst du hoffentlich. Das 277 war sehr optimistisch. Was machen wir, Leute? Schreibt es in die Kommentare, ich werde es morgen lesen. Können wir da nochmal drauf wirken? Und nochmal ein Stück? Der Kong fährt vor.
Sieht ganz ordentlich aus. Naja, wir haben sie im Griff. Komm, du tanzende Tschechin. Oh mein Gott. Katzenbabys, Katzenbabys, Katzenbabys. Na, scheiß drauf. Den will ich gern raus haben. Aber, ja, das ist alles zu optimistisch. Leute, wir müssen vorfahren, das hilft nichts. Kong, du kannst pieken und den rausnehmen, oder? Na gut. Komm, Ladies, auf geht's. Action. Komm, Katzenbabys, Katzenbabys, Katzenbabys. Schuss. Immer schön Zeit lassen. Ich bin manchmal ein bisschen zu hastig. Ich bin den Kong gewohnt. Der Kong zieht drauf, zielt drauf. Er hat zwar eine geile Kanone, aber er hat nicht so das Snapshot-Potenzial. Das ist meine Meinung. Wir fahren nicht durch den Cap-Kreis. So. Jetzt stehen wir alle dumm da. Ist nicht wahr jetzt, oder? Jeder wartet auf den Spot. Ach, weißt du was? Ist mir doch egal. Jetzt bin ich tot, jetzt bin ich offen. Yep. Schade. Ups, der Kong ist schon tot. Lass, komm, fahr nicht vor. Jetzt kann jemand anders vorfahren. Bin ich der Depp vom Dienst? Der ging voll durch ihre Panzerung. Die 50 lebt immer noch. Na? Blöd, Mann. Idiot. Entschuldigung. Der hat mich ein bisschen geärgert, ne? Ein bisschen hat er mich gefuchst. Jetzt gehe ich wieder auf. Jetzt warte ich. Ich bin immer so ungeduldig. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, Leopard. Können wir überall reinschießen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh, Leopard. Katzenbabys. Oh, wie kriegt das aus dem Kopf jetzt mit den Tschechen? Oh. Oh. Für die erste Runde nicht schlecht, oder? Ich sag euch. Was habe ich jetzt abgeschlossen? Ich krieg einen Schlüssel? Goldschatz gehört Katzenbabys. Sie haben einen goldenen Schlüssel. Oh mon Dieu. Der Hüter der Schlüssel. Ich bin der Hüter der Schlüssel. Okay. Erste Klasse, oder? Ich wusste schon immer, dass ich erste Klasse bin, ja. Ja, klar.
Jubiläumsmünzen. Ah, ich glaube, dafür kriegt man dann was, ne? Ja. Ah, natürlich. Ha, ein bisschen Promotion für den Premium Shop. Klar, Jubiläumspakete. Wunderbar. Haut rein, Leute, gebt euer Geld aus. Ja, der Hüter der Schlüssel. Ich bin. Alles klar. Ja, das Problem auf dieser Karte, das ist voll. Wir hatten jetzt keinen Light mehr. Wir hatten vielleicht den Leo, aber der hatte keine Lust vorzufahren. Ist ja auch kein Light, aber scheiß drauf. Er ist der mobilere von uns beiden. Das ist so eine typische Camper-Map. Das liegt mir jetzt nicht so. Ich bin ja immer oft zu so ungeduldig. Was meint er, wie oft ich da schon gestorben bin? Einfach vorgefahren bin, weil ich keinen Bock mehr hatte, da ewig zu warten. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Ich wäre aber fast verreckt. Da bin ich ja einmal aufgegangen. Flooding. Na ja, gut. Ja, immerhin, für eine 9000er Wertung waren die dicht an den Fersen. Auf den Fersen, mein Freund. So. Ach, guck, was schreibt denn Onkel Bruce? Sind wir mal live dabei? Oh, Babe, alles klar. Muss mal ein bisschen seriös antworten, ne? So, machen wir noch eine Runde, oder? So, mit der Runde können wir jetzt richtig schön verkacken. Ja, wieder so eine halbe Camper-Map. Haben wir ein Light? Doch ein EBR. Wenigstens zwei. Ne, der WZ ist auch noch ein Light. Ja. Die Karte gewinnst du auch über Lights. Oh, so ein Camper-Dings. Ja, es gibt so zwei Arten von Maps. Kann man dann ein bisschen snipern. Das sind diese Schlauch-Maps von Wargaming. Die nehmen immer mehr Überhand. Und diese Camper-Maps. Einfach, wo du rumstehst und auf deine Spots wartest. Wenn du halt keine Lights im Team hast oder inkompetente Lights, soll es ja auch geben, dann hast du ein Problem. Warum schreie ich eigentlich so? Egal. Aber so ist es halt. In your face. Ah, jetzt bin ich offen. Schön Turm nach hinten. Man sollte halt nicht schießen, wenn man so nah noch ist. Gibt man halt auf, ne? Jetzt hatte ich eine kurze Panikattacke, aber ich habe alles im Griff, Leute. Was haben wir denn da oben auf dem Hill? E75, 257, 705. Ja, das ist alles machbar. Das Centurion ist ein bisschen unangenehm. Fahr mal hoch. Ja, da kommt das schon, der Centurion. Okay. Wahrscheinlich werden wir uns wieder die HE entgegenklatschen. Jetzt schauen wir mal. Haben wir Klicker? Drei Stück. Ach du Scheiße. Jetzt kommt mein Standardspruch. Moment. Ach ja. Aber wir gehen mal ein bisschen safe. Ich habe keinen Bock auf 3 AT da oben. Und gucken, was die Jungs und Mädels machen. Wir gehen mal schön safe oder relativ safe hinter den Felsen. Versuchen ein bisschen zu supporten. So spiele ich ihn ganz gerne. Aus der zweiten Reihe wirken. Präzise Kanone nutzen. Besonders bei 3 ATs wirklich besonders gerne aus der zweiten Reihe. Gegnerteam hat scheinbar auch nicht so einen Bock drauf, da hochzufahren. Wartet, bis was aufgeht. Also doch. Du bist schön groß, E75, gell? Komm, du hast einen hohen Turm. Na? Na? Scheiße. Ja, willst du picken? Pick doch mal, mein Freund. Okay, ich höre auf zu singen. Gut, der T54. Ja.
Das finde ich bescheuert, da hochzufahren. Du verlierst nur unnötig KP. Absolut bescheuert. Jeps, und da war er tot, Arti. Hi, Amix. Auch keinen Bock mehr. Du hast auch keinen Bock mehr? Komm, jetzt könnte doch mal irgendeiner mal rüberschauen, oder? Ich warte hier. Oh, hallo. Oh, hier. Yeah. I'm open. Ha, ha, ha. Wir nehmen HE, jetzt klatschen wir wieder die HE da hoch, obwohl wir sind. Ey, scheiß drauf. Was für eine scheiß Runde. Okay, let's go. Weißt du, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich fahr jetzt hier quer rüber. Hier ist Risiko ein, dass ich verrecke, aber ich habe vorhin schon gesagt, jetzt verliere ich wieder die Geduld. Dieses blöde Gekämpfe. Hoppa, da war sie schon, die Arti. Hoppala, da war sie nochmal, die Arti. Da war sie nochmal, die Arti. Ach, hi, Standard. Okay. Ich weiß, war bescheuert, aber ich habe jetzt einfach die Geduld verloren. Guter zu mir. Jo. Ja, jetzt ist mein Munilager im Eimer. Immer das gleiche. So. So, Klicker. Wir haben noch eine kleine Rechnung offen. Toter Klicker ist ein guter Klicker. Habt ihr schon gewusst? So, einen Schuss kann ich mir noch fangen, aber mein Munilager ist im Eimer. Also werde ich sie rammen, die Brüder. Ich werde sie einfach tot rammen. So, habt ihr schon mal eine Bekanntschaft im E50 gemacht? Na, da ist er doch, der Klicker. Da ist er doch. Ja. Munilager im Eimer, machst du nicht viel? Das war mir aber egal. Dieses dumme Rumgestehe. Gebt mir immer auf den Eimer, Leute. Drecksklicker. Tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. Geduld verloren. Einfach nur die Geduld verloren. Ich weiß, ihr wisst, ihr versteht es, oder? So. T30 vollende, was ich vorhatte. Nee, sie sollen genau wissen, an welchem Ende der Nahrungskette sie stehen, die Klicker. Und die TDs. Dicht gefolgt von den TD-Fahrern. So. Machen wir noch, weil ich meistens immer drei Runden mache, noch eine dritte Runde. Würde ich sagen, oder? Machen wir noch eine dritte Runde. Und dann ist gut für heute. Sonntags in World of Tanks. Bleiben wir beim E50? Ja. Ich wusste, ihr wollt den E50. Ich könnte jetzt echt vom Leder ziehen. In Bezug auf Arti. Aber nun ja.
Sag ich das hier? Ach so, das war da. Das ist dieses Jubiläum. World of Tanks wird 10 Jahre alt. 10 Jahre. Ausrücken. Ja, habe ich schon gesehen. Ich denke, ihr habt das auch schon gesehen. Das müssen wir jetzt nicht abspielen hier. So, dritte Runde. Ich spiele das jetzt seit November 2011. Meine Fresse. Das ist lang her. Tja, da war ich noch jung. Hello, every pony. Hi. Hi, Pony. Ah, ein Klicker nur. Fahr mal rüber, oder? Nur eine Arti. Los geht's. Haha. Jetzt kommt der E50. Los geht's. Ich befürchte Schlimmes. Komm mal rüber, Jungs. Ohne Unfall. Komm mal alle rüber. Ja, wir kommen rüber. Ja, wir kommen rüber. Mon Dieu. Meistens fahren sie sonntags in World of Tanks ein bisschen speziell. Sagen wir mal. Die Gun Depression im E50 ist auch recht gut. Gefällt mir. Warum fahre ich da vorne hin, obwohl der Turm scheiße ist? Aber gut, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Der Leopard ist sehr optimistisch. Er will halt unbedingt diese C1-Position. Natürlich ist die Arti auf mir drauf, ne? Klar, logisch. Hast du gedacht? Ja, Skoda. Ja, hast du gedacht. Ach, schon wieder ein Skoda. Katzenbabys, Katzenbabys. Gut gemacht, Leopard. Ey, ist meine Pussy, du Petten, du. Ach je. Leute, das geht doch so nicht. Was mache ich jetzt hier? Soll ich grillen oder was? Warte mal, wir fahren mal rechts. Ich darf mich jetzt mit dem Emil prügeln oder was? Na, warte mal, da unten haben wir einen cleveren. Ich kümmere mich um den. Scheiße, der Move war scheiße. Ich bin jetzt auch tot, aber ja gut. Man kann nicht alles haben. Puh, I'm a one-shot. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Gut, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Bin für Tante Jutta, für Onkel Gerd, für scheißegal, für jeden bin ich im One-Shot. Der Emil macht mir Sorgen. Ich kann jetzt nur noch probieren zu supporten. Dass die Artemis dich raus splasht. Abhauen kann ich auch nicht mehr, dann schießt mit der Emily in Popus. Obwohl. Schaffe ich das? Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Schauen wir mal, ob ich hier noch wegkomme. Immer schön den Turm nach hinten drehen. Falls ich schießen, erhöht es die Wahrscheinlichkeit. Dass das. Ja, der T10 hat was vor. Ja, dann komm mal her, mein Bruder. Wo ist er? Ich denk mal, er piekt. Oder kommt er rechts? Scheiße. Scorpion hat ihn jetzt aufgemacht. Da ist er. Sag mal, kriegt er ein Schüsschen? Blöde Felsen, wer hat denn die da hingebaut? So,
so, ich habe jetzt halt viel gefressen. Aber gut, ich glaube, sie haben es im Griff. Jetzt können wir davor fahren. Der hat doch vorhin auch auf mich geschossen. Wait for him, wait. So, jetzt haben wir den T-103 in der rechten Flanke. Ich hoffe, der WZ. Ich war's nicht. Oh, Scheißspiel irgendwie, aber na gut. Ich habe auf der Minimap gesehen, dass Mr. Leo was vorhat. Und ich spiele halt immer gern teamdienlich. Und jo. Da habe ich vom Scorpion rechts noch gekriegt. Na gut, so ist es im Leben. Ich wollte nicht, dass er meinen Platz wegnehmen da vorne in den Arsch schießen. So. Aber gut, ist in Ordnung für mich. Ja. Der hier war der Oberschlauberger. Leopard. Ja, ist wohl schief gegangen. Gefreiter aus der Polish Brave Wolves. Ist ein polnischer Spitzenklan gewesen. So. Nein, ich glaube, ich kenne den gar nicht. So. Ich werde jetzt meine Katzenbabys mitnehmen und erstmal zum Mittagessen. Puh, weiß noch nicht, ob ich heute Abend einen Stream starte. Schauen wir mal. So, vielleicht 20 Uhr rum, so. Könnt ihr nochmal reinschauen. Leute, wir suchen immer noch Spieler. Keine super angefressenen, aber auch Leute, die vielleicht ein bisschen regelmäßig spielen. Wir sind gestern das erste Mal Vorstoß gefahren. Das seht ihr auf meinem Kanal. Ich habe da das letzte Spiel war extrem spannend. Das haben wir in der letzten Sekunde gewonnen. Es war richtig schön. Schaut es euch ruhig mal an. Wenn ihr wollt, schreibt mich an. Ich bin jetzt auch Rekru-Offi wieder. Und ja. Ja, aber wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr jetzt keine Unikumszeit, aber wenn ihr wirklich so alle. Ja, so zwei, dreimal in der Woche spielen würdet, ne? Weil wir eben auch ab und zu Weltkarte mitfahren. Jetzt nicht auf Top-Niveau oder so, aber wir sind so eine kleine Gemeinschaft und ja, wir fahren ganz gern zusammen. Wir zicken uns auch manchmal an, das muss man auch vertragen können. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Wie gesagt, wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich an, ganz normale Leute seid. Jo. Und sonst haut rein und schaut vielleicht heute Abend nochmal rein und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Okay. Bis dann, bleibt gesund!